Die Idee kam uns bei einem gemeinsamen Spieleabend. Wir hatten Pizza bestellt und diese mit Bier und Wein, die in der WG immer ausreichend vorhanden waren, heruntergespült, bevor wir uns zum gemeinsamen Zocken vor die PlayStation gesetzt haben. In dem Spiel ging es um Geister, die man aufspüren musste, so dass wir schon bald darüber diskutierten, ob wir an Geister oder generell Übernatürliches glaubten oder sogar schon einmal etwas in der Art erlebt hatten. Wir, das waren Lea, Yannick und ich, Ole, alle Studenten im Fachbereich Informatik. Übers Studium hatten wir uns auch kennengelernt, waren nach dem ersten Semester aus dem Wohnheim aus und in eine gemeinsame WG eingezogen und verbrachten seitdem auch einen Großteil unserer Freizeit miteinander. Oft gingen wir weg, aber gerne blieben wir auch mal zu Hause, bei Pizza zum gemeinsamen Fernsehabend oder eben beim Zocken, wo wir dann oft auch noch mit anderen Freunden vernetzt waren. So war es auch an diesem besagten Abend, wir zockten mit einigen anderen, gruselten uns gemeinsam, weil wir uns zum Glück alle drei auf das Game und die Atmosphäre einlassen konnten, ohne nur die Programmierung und die Key zu analysieren. Das Studium war eben das Studium und Freizeit war Freizeit. Horrorspiele waren unsere besondere Leidenschaft, denn wir mochten es, wenn wir uns vor billigen Jumpscares erschreckten und uns mitunter auch mal alle zusammen einbildeten, jetzt habe nicht nur im Spiel, sondern auch in der Realität das Licht kurz aufgeflackert. Vielleicht hat es ja sogar mit unserem streng wissenschaftlichen, analytischen und rationalen Studiengang zu tun, dass wir diese Ausflüge in die Welt des Fantastischen so sehr mochten. Wirklich daran glauben konnte keiner von uns, wie wir auch beim Spiel wieder feststellten. Die meisten angeblichen Erscheinungen, so referierte Yannick jetzt, sind doch damit zu erklären, dass das menschliche Gehirn im Unübersichtlichen nach bekannten Mustern sucht und daher vieles eben als Gestalt oder als Gesicht deutet, wo im Grunde gar nichts ist. Ja sicher, im Laufe der Evolution hat sich das offenbar als erfolgreich erwiesen und daher durchgesetzt, pflichtete ich ihm bei, allerdings kann ich mir nicht mehr vorstellen, wo das heute noch hilfreich sein sollte, Yannick nickte, denn wir alle waren uns darin einig, dass es durchaus mehr von Vorteil war, die Welt nüchtern zu betrachten als irgendwelchem Aberglauben aufzusitzen. Aber letztlich, meinte nun Lea, ist es genau wie auch mit jeder Religion. Ein irrationaler Glaube ist in den Gläubigen so tief verwurzelt, dass oft nicht einmal ein eindeutiger Beweis sie vom Gegenteil überzeugen könnte. Wer also an Geister glaubt, den wirst du kaum davon abbringen können, damit hatte sie vollkommen recht, dachte ich mir und überlegte, ob das nicht ein großer Nachteil für all diejenigen sein konnte, die an irgendetwas glaubte, was sich nicht beweisen ließ. Yannick dachte jedoch in eine ganz andere Richtung und meinte, darum lässt sich mit diesem ganzen Esoterik-Scheiß und sowas auch so viel Kohle machen. Stellt euch mal vor, wir würden Leuten, die an Geister glauben, weismachen, wir könnten ihr Haus davon befreien und reinigen oder so. Damit könnten wir uns safe das gesamte Studium finanzieren, das war der Moment, an dem Lea und ich ganz still wurden. Der Gedanke hatte sich in unseren Köpfen festgesetzt und allmählich wurde, zunächst noch ziemlich diffus, dann immer konkreter ein Plan daraus. Schon am nächsten Morgen zum Frühstück recherchierten wir, wie denn solche angeblichen Geisterjäger vorgingen und was sie normalerweise für Equipment nutzten. Auf jeden Fall brauchen wir eine Kamera, ein Tonband und EMF-Gerät, mit dem man angeblich Schwingungen der Geister aufzeichnen kann, stellte Lea schließlich fest. Genau, pflichtete Yannick ihr bei, und es brauchen noch nicht mal die neuesten und teuersten Geräte sein, dann wirkt es umso authentischer, letztlich, so meinte er schließlich noch, war es sogar egal, ob sie funktionierten, denn wenn wir unseren Kunden am Ende etwas vorsetzen sollten, würden wir das ohnehin am Computer programmieren. Ja, er sprach tatsächlich von unseren Kunden, denn uns war zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass wir unsere Idee in die Tat umsetzen und es bei einigen leichtgläubigen Menschen ausprobieren wollten.
Zeit für Gewissensbisse ließen wir uns nicht, und letztlich bestätigten wir die Menschen ja nur in ihrem Aberglauben, und wenn wir sie überzeugen konnten, dass wir einen Geist aus ihrem Haus vertrieben, taten wir ihnen sogar noch etwas Gutes. So stöberte Lea in den nächsten Tagen auf Flohmärkten herum und Yannick und ich programmierten testweise einige Tonspuren, auf denen zwischen undefinierbarem Rauschen mit ein bisschen Fantasie Geisterstimmen zu vernehmen waren. Auch ein paar Videos nahmen wir auf, bearbeiteten sie so, dass die Qualität schlechter war und man in die dunklen Ecken alles Mögliche hineininterpretieren konnte oder wir mit ein bisschen CGI nachhelfen konnten. Ein kleines Gerät, das über eine unscheinbare kleine Fernsteuerung grün oder rot blinkte, ließen wir uns von einem befreundeten Maschinenbaustudent zusammenwerkeln, der als Gegenleistung nur verlangte, irgendwann einmal mitkommen zu dürfen, wenn wir auf Geisterjagd gingen. Damit waren wir also Geisterjäger und konnten im Prinzip loslegen, mit dem Humbug ein bisschen zu unserem viel zu geringen BAföG dazu zu verdienen. Guckt mal, überraschte ich am nächsten Tag die anderen, ich hab da mal eine kleine Website gebaut, ein paar gruselige Bilder aus dem Internet, zusammenkopierte Texte, die unsere Referenzen darstellen sollten, alles nicht zu dick aufgetragen und betont seriös, aber schon spooky genug, um unserer Meinung nach die leichtgläubigen potenziellen Kunden anzusprechen. Wir brauchen noch ein Catchphrase, finde ich, meinte Lea. Gute Idee, stimmte Yannick ihr zu, wie wäre es mit selig sind, die da geistig arm sind. Da ist dann zwar mehr Wahrheit drin als uns lieb ist, aber das merkt von denen eh keiner, Yannick war eben schon immer ein Zyniker, aber irgendwie gefiel uns die Idee. Heißt es in der Bibel aber nicht geistlich, fiel Lea auf. Na dann wandeln wir es ab und schreiben selig sind, die keinen Geist haben, gab Yannick schlagfertig zurück und irgendwie ging der Satz dann wirklich online. Nicht nur als Slogan auf unserer Website, sondern auch in den sozialen Medien und sogar in einem YouTube-Spot, den wir noch schnell aus lizenzfreiem Material zusammenschnitten, das auch andere Geisterjäger und viele offenbar sogar ganz unironisch nutzten. Verrauschte Bilder, auf denen im Grunde nichts zu erkennen war, mysteriöse Tonaufnahmen, die sich anhörten wie die verstopften Klos im Studentenwohnheim, und immer wieder Beteuerungen, dass wir lediglich unerklärlichen Phänomenen auf der Spur waren, weil die Geister offenbar uns erkoren hatten, um sich uns zu offenbaren. Wir wollten also gar nicht freiwillig tun, was wir taten, sondern fühlten uns denen, die vom Übernatürlichen geplagt wurden und auch der geistigen Welt gegenüber verpflichtet, eben weil wir die Erfahrung gemacht hatten, dass die Geister uns erwählt hatten, um mit dieser Welt zu kommunizieren und sich anschließend auch in die jenseitige Welt zu verabschieden. Wir sahen es als unsere Aufgabe an, die unerzählten Geschichten aufzudecken und den Verstorbenen damit die Möglichkeit zu geben, endlich loszulassen. Am Ende waren wir selbst erstaunt, was für Wohltäter wir doch waren, wenn wir die Geister erlösten und denjenigen, die sie geplagt hatten, damit zu einem ruhigeren Leben verhalfen. Auf jeden Fall müssen wir uns nicht mal schämen, dafür eine kleine Aufwandsentschädigung zu verlangen, konstatierte Yannick und Lea und ich stimmte ihm ohne Zögern zu. Ein bisschen überrascht waren wir dennoch, als unser erster Auftrag gar nicht lange auf sich warten ließ. Ein Ehepaar schrieb uns an. Sie hatten ein altes Anwesen abseits der Stadt gekauft, das einige Jahre leer gestanden hatte und das sie nun wieder herrichten wollten. Der Verfall und viele unvorhergesehene Baumängel waren das eine, doch beiden waren zudem überzeugt, sie hatten Geräusche gehört und neulich nachts auch eine seltsame geisterhafte Erscheinung gesehen. Natürlich lachten wir über diese Anfrage, doch den beiden war es ernst, sie wollten ihr neues Heim, bevor sie es renovierten, auf jeden Fall auf Spuren der Vergangenheit untersuchen lassen und wissen, was es mit ihren mysteriösen Beobachtungen auf sich hatte. Lea telefonierte mit den beiden und machte schließlich einen Termin aus, an dem wir in dem Gebäude übernachten und uns gründlich umsehen sollten. Hey, wie cool, rief Yannick begeistert, das ist ja ausgerechnet an Halloween, ganz entgegen unserer wahren rationalen Überzeugungen nahmen wir diesen Zufall als gutes Omen für unsere künftige Karriere als Ghostbusters. Vor allem, weil das Ehepaar bereits im Vorfeld anstandslos unser Honorar,
8-9 unsere Aufwandsentschädigung überwiesen hatte. Am Nachmittag trafen wir uns mit den beiden Hausbesitzern, fuhren gemeinsam zu dem Anwesen, das in einem Waldstück lag und bestimmt einmal sehr ansehnlich gewesen sein musste. Inzwischen war es allerdings deutlich vom Verfall gezeichnet und ich fragte mich, ob die beiden wirklich glaubten, es ohne Millionen auf dem Konto wieder im alten Glanz erstrahlen lassen zu können. Doch vielleicht hatten sie ja sogar die Millionen auf dem Konto und uns deshalb auch ohne mit der Wimper zu zucken bezahlt. In diesem Falle sollten wir dafür sorgen, dass es mehrere Einsätze unsererseits brauchte, bis der Geist sich vertreiben ließ. Interesse heuchelnd und mit einigen Bemerkungen über Gebäude, die die Vergangenheit und alles, was in ihren Räumen passiert ist, speicherten, ließen wir uns im Haus herumführen, packten dabei schon einmal unsere Gerätschaften aus und ließen einige weitere Sätze fallen, die wir in einschlägigen YouTube-Dokumentationen über paranormale Phänomene aufgeschnappt hatten. Nach einer viel zu langen Zeit verabschiedeten sich die beiden endlich und wünschten uns eine erfolgreiche Nacht. Die würden wir haben, denn neben der Videokamera und dem anderen Zeug hatten wir auch einen Sechserträger Bier und einen recht guten Wein im Kofferraum, um später auf diesen ersten lukrativen Einsatz anzustoßen. Vorher jedoch musste wir ein paar Filmchen drehen und das EMF zum Ausschlagen bringen, damit unsere Kunden auch etwas zu sehen bekamen. Die Tonaufnahmen mit dem mehr oder weniger verständlichen Gewimmer hatten wir schon vorher aufgenommen. Kann endlich gehen, würde man heraushören können und wir würden den beiden die Geschichte einer früheren Bewohnerin auftischen, die den Verfall ihres Elternhauses bedauerte und erst jetzt ins Jenseits gehen konnte, wo sie es in guten Händen wusste. Ein paar Details zur Biografie hatten wir im Internet herausfinden können, so dass wir schon jetzt ein wenig stolz auf uns waren, sowohl den Geist als auch und vor allem unsere Auftraggeber glücklich zu machen. Wir warteten noch, bis es schließlich richtig dunkel war, dann legten wir los und filmten uns dabei, wie wir Raum für Raum durchs Haus schlichen, uns umhörten und hin und wieder fragten: Ist hier jemand? Wenn ja, dann gib uns ein Zeichen. Die Zeichen blieben erstmal aus, doch auch dafür hatten wir natürlich vorgesorgt. Eine dünne Schnur, eine knarrende Tür und dazu ein deutlicher Ausschlag auf unserem Messgerät, das würde die Geistgläubigen schon überzeugen. Raum für Raum filmten wir alles, von dem wir dachten, es lasse sich später wer weiß was in die Bilder hineininterpretieren. Dazu spielten wir unsere Rollen der seriösen und vom Übersinnlichen überzeugten Geisterjäger und ich war fest davon überzeugt, dass wir unsere Sache recht gut machten. Vor allem dürften wir nicht zu dick auftragen, hatte ich den beiden anderen vorher gesagt, denn irgendwann würden unsere Auftraggeber sonst merken, dass wir sie für dumm verkauften. In Wahrheit dachten wir aber genau das, es mag ein wenig überheblich klingen, doch letztlich dachten wir, dass all diejenigen, die an solchen Spuk glaubten, es nicht besser verdient hatten, als von uns abgezockt zu werden. Außerdem machte es uns zunehmend Spaß, dieses Theater für sie aufzuführen und vielleicht konnten wir die Aufnahmen ja später sogar noch bei YouTube hochladen und durch viele Klicks zusätzlich ein bisschen Kohle machen. Das Haus jedenfalls machte als Kulisse durchaus etwas her, man konnte den früheren Charme noch erkennen und es war ein Lost Place, nach dem sich sogenannte Urbexer wohl die Finger lecken würden. Es hat mit Sicherheit sogar wirklich eine spannende Geschichte, mutmaßte Lea später, als wir die Kamera erst einmal ausgestellt hatten, unsere Feldbetten und Schlafsäcke aufbauten, die wir in einem Prepper-Shop bestellt hatten und uns das erste Bier genehmigten. Auf unsere kleine Ghostbuster-Firma, sagte ich beim Anstoßen. Auf die Seligen, die keinen Geist haben, gab Yannick lachend zurück. Lea fiel mit ein und so fühlte es sich bald schon an wie ein besserer Campingausflug. Wir machten Witze über Leute, die sich Akasha-Säulen in den Garten stellten und über Kirchgänger, die an einen am Kreuz gestorbenen Gott glaubten. Für uns hatte beides etwa dieselbe Qualität. Ob die sich nun von selbsternannten Heilpraktikern, von Päpsten oder von uns abzocken lassen, macht doch letztlich keinen Unterschied, stellte Yannick irgendwann fest und ich stimmte ihm widerspruchslos zu. Letztlich schadeten wir niemandem und das unterschied uns sogar von anderen, die mit der Leichtgläubigkeit anderer Geschäfte machen, sagte ich mir.
Lea hingegen war etwas zögerlicher. Naja, so gesehen verkaufen wir ein Produkt, das keinen Sinn macht und den Kunden nur sinnvoll erscheint, weil wir es ihnen einreden, holte sie aus, damit sind wir nicht besser als Großkapitalisten, die wir für ihr schamloses Profitdenken verurteilen würden. Obwohl sie damit ja recht hatte, wollten wir das nicht hören und machten uns lieber noch einmal bereit, einige weitere Geistererscheinungen zu filmen. Die Zeit dazwischen hatten wir bewusst verstreichen lassen, damit wir später am Stand des Mondes beteuern konnten, wir seien mitten in der Nacht von einem Geräusch geweckt worden. Zu leicht dürften wir das, was wir taten, schließlich auch nicht nehmen und unsere Kunden auch nicht unterschätzen. Auf einige Details würden sie bestimmt achten, so dass wir uns durchaus Mühe geben mussten. Daher achtete ich auch auf Details, als ich die Kamera wieder im Anschlag hatte, während Yannick mit dem Messgerät vor mir herlief. Lea blieb neben mir, mal im Bild, mal nicht, denn im Flur oben hatten wir eine Tür mit dem Faden präpariert, an dem sie gleich von außerhalb des Bildes ziehen sollte. Doch schon bevor wir vom Treppenhaus aus in den Flur kamen, meinte ich plötzlich, eine Bewegung im Display der Kamera zu erkennen. Mehr oder weniger aus einem Reflex heraus filmte ich noch einmal in die Richtung und erschrak, als ich meinte, einen sich bewegenden Schatten gesehen zu haben. Wartet mal, raunte ich den anderen zu, spulte die Aufnahme ein Stück zurück und sah es mir noch einmal an. Was ist denn? Fragte Lea. Mir war nun doch ein bisschen mulmig zumute, obwohl ich wusste, dass ich mir das, was ich sah, nur einbildete. Seht mal, forderte ich die beiden nun auf und zeigte ihnen die Aufnahme noch einmal. Unverkennbar bewegt sich dort etwas, ein wehender Vorhang oder was auch immer, jedenfalls irgendetwas, das seine Wirkung in unserem Video nicht verfehlen würde. Was ist das? Fragte Yannick. Keine Ahnung, kam es nun bestimmt von Lea, aber wir sollten nachsehen, ob wir es nicht noch einmal besser in Szene setzen können. Damit machte sie auch schon einige Schritte in die Richtung, in der ich den Schatten gefilmt hatte, auf die Treppe zu, die auf den Dachboden führte. Im Gegensatz zur breiten Freitreppe von unten herauf war es eine schmale Stiege mit schlichten Holzstufen, die nun knarrten, als Lea die ersten davon betrat. Siehst du etwas? Fragte ich, die Unsicherheit in meiner Stimme überspielend. Nee, noch nicht, aber komm mit der Kamera her, falls doch noch was zu sehen ist. Umgehend tat ich wie mir geheißen, Yannick dicht hinter mir und erstaunlich still. Wahrscheinlich war er nur voll in seiner Rolle, so dass ich auch beschloss, das Ganze erst einmal mitzuspielen. Einen Vorhang oder ähnliches gab es hier nicht, so dass ich mir nicht erklären konnte, woher der Schatten stammte. Doch wir alle hatten ihn ganz deutlich gesehen, so dass es eine Erklärung und vor allem hoffentlich ein paar glaubwürdige Bilder geben würde. Stufe für Stufe erklomm Lea nun die steile Bodentreppe, wiegte manchmal sogar extra hin und her, weil das Knarzen des Holzes so schön klischeehaft gruselig klang. Oben gab es eine schlichte Holztür, die nicht verschlossen war und sogar einen Spalt offen stand. Okay, dann war sie vielleicht zugeweht und hatte dabei den Schatten geworfen, den wir als etwas anderes interpretiert hatten. Diese Erklärung beruhigte mich erst einmal, zumindest bis Lea die Tür nun aufschob und sie dabei laut in den Angeln ächzte und ein schrilles Quietschen von sich gab. Dennoch schlichen wir alle drei weiter voran, Lea mit dem ersten Schritt durch die Tür, ich etwa auf der Mitte der Treppe und Yannick direkt hinter mir. Und dann ging alles ganz schnell. Bevor wir noch reagieren konnten, sah ich vom Dachboden her einen Schatten auf Lea zustürzen, sie wurde fortgerissen, die Tür schlug mit einem lauten und irgendwie endgültigen Knall zu und als Yannick und ich oben an der Treppe ankamen, ließ sie sich trotz allen Rüttelns nicht mehr öffnen. Wir warfen uns schließlich mit aller Kraft dagegen, bevor wir ein Brecheisen holten und sie aufbrachen. Doch es war zu spät. Auf dem Boden fanden wir Leas Leiche mit vor Schreck geweiteten Augen und aufgerissenem Mund. Sie sah schaurig aus, auch bei Licht betrachtet, das wir jetzt natürlich einschalteten, wies jedoch keine Verletzungen oder sonstige Hinweise auf, was passiert sein konnte. Zuerst sahen wir uns immer wieder die Aufnahme an, die wir gemacht hatten.
In der Zeitlupe war deutlich zu erkennen, dass der Schatten, den wir gesehen hatten, die Form einer Frau in einem langen Kleid hatte und eben auch weiß statt wie für Schatten normal schwarz war. Es war Yannick, der schließlich wortlos sein Handy zückte und die Polizei rief. Irgendwann tauchte auch ein Streifenwagen auf, doch wir merkten den beiden Beamten deutlich an, dass sie uns kein Wort glaubten. Sie hielten all das sogar für einen schlechten Halloween-Scherz, so dass wir sie umgehend auf den Dachboden führten, um zu beweisen, dass wir die Wahrheit sagten. Allerdings gab es dort von Lea jetzt keine Spur mehr. Ihre Leiche, die wir mit eigenen Augen gesehen hatten, war fort, als sei sie niemals hier gewesen. Unser Video wollten sich die Polizisten nicht einmal ansehen, sie drohten uns damit, uns wegen Vortäuschen eines Verbrechens zur Rechenschaft zu ziehen, dann kehrten sie uns den Rücken zu und verschwanden. Natürlich taten wir es ihnen gleich, fuhren völlig aufgelöst nach Hause und verkrochen uns schweigend in unsere Zimmer. Lea blieb verschwunden. Noch immer weiß ich nicht, was in dem Haus passiert ist, habe keine Erklärung dafür. War es ein Geist, den wir gesehen haben? Gab es also doch übersinnliche Dinge, die wir uns nicht erklären konnten? Und ist das, was geschehen ist, vielleicht die Strafe für unser Handeln? Ich weiß nicht, ob ich jemals Antworten auf diese Fragen bekommen werde. Was geschah im Geisterhaus? Vor einigen Tagen ereignete sich in einem zurzeit leerstehenden Gebäude offenbar eine Bluttat, für die die Polizei bisher noch keine Erklärung hat. Opfer ist die 23-jährige Studentin Lea S., deren Verschwinden von ihren Mitbewohnern Ola H. und Yannick B. noch in der fraglichen Nacht gemeldet wurde. Um Punkt 3 Uhr nachts wurde von Ola H. und Yannick B. die Polizei zu jenem Haus am Rande des Stadtgebietes gerufen, das umgangssprachlich als das Geisterhaus bekannt ist. Nicht selten dringen Jugendliche, sogenannte Urbexer, in das leerstehende Gebäude ein, drehen dort Videos und nutzen es dabei als Kulisse für angebliche paranormale Erlebnisse. Gegenüber den Beamten, die dem Notruf nachkamen, erzählten die beiden Studenten und Mitbewohner von Lea S., sie sei tot, liege auf dem Dachboden, doch wüssten beide nicht, was passiert sei. Da die junge Frau oder ihre Leiche jedoch nicht gefunden wurde, ging man zunächst von einem Halloween-Streich, einem sogenannten Prank, aus. Erst als die Eltern der Studentin ihre Tochter am darauffolgenden Montag als vermisst meldeten, wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen, Ola H. und Yannick B. noch einmal befragt. Beide blieben bei ihrer Geschichte, die sie bereits in der Nacht erzählt hatten. Sie seien von den neuen Besitzern des Hauses beauftragt worden, dieses auf mögliche übersinnliche Erscheinungen zu untersuchen. Dabei sei es dann zu einem Vorfall gekommen, nachdem sie die Leiche ihrer Mitbewohnerin auf dem Dachboden gefunden hätten. Als Beweise für ihre Aussagen legten die Studenten Video- und Audiomaterial vor. Ein Sprecher der Polizei bestätigte inzwischen, dass das Gebäude in der Tat verkauft sei und die Besitzer hätten auch den Auftrag zur angeblichen Geisterjagd bestätigt. Den Aufnahmen messe die Polizei allerdings keine Bedeutung bei, da sich schnell herausgestellt habe, dass einige Dokumente bereits Tage zuvor am Computer entstanden seien. Soweit blieb der Fall also erst einmal ebenso mysteriös wie ungeklärt. Zumindest bis Spaziergänger am gestrigen Dienstag die Leiche einer jungen Frau in einem Waldstück entdeckten. Der Fundort ist nicht weit vom angeblichen Geisterhaus entfernt und inzwischen wurde bestätigt, dass es sich bei der Toten um die vermisste Lea S. handelt. Damit ermittelt die Polizei nun also in einem Tötungsdelikt. Die beiden Studenten und Mitbewohner seien in Untersuchungshaft genommen worden. Zu den Hintergründen wollte sich der Inspektionsleiter, Polizeidirektor Wolfgang Müller, auf einer Pressekonferenz am heutigen Vormittag nicht äußern. Unserer Redaktion wurden aber etliche Hinweise, unter anderem auch Videomaterial früherer angeblich übersinnlicher Vorkommnisse in eben jenem Haus zugespielt. Viel interessanter als die oft verrauschten und größtenteils unkenntlichen Aufnahmen sind jedoch die Hintergründe über die drei Studenten, die sich laut Aussagen einiger Kommilitonen nicht nur die Wohnung, sondern mitunter auch das Schlafzimmer teilten. Eine Freundin von Lea S., die namentlich nicht genannt werden mochte,
gab unserem Mitarbeiter gegenüber an, beide jungen Männer hätten schon intime Beziehungen mit ihr gehabt, diese seien in beiden Fällen nicht von langer Dauer gewesen, doch eben auch nicht endgültig beendet, sodass die Studentin ihren Beziehungsstatus in sozialen Netzwerken als kompliziert angegeben habe. Auch weitere Bekannte aus dem Umfeld der drei bestätigten diese Einschätzung, sprachen sogar von gelegentlichem Streit zwischen Yannick B. und Ole H. In letzter Zeit habe sich Lia S. aber von beiden immer weiter zurückgezogen, hatte möglicherweise sogar eine neue Beziehung. Somit liegt durchaus die Vermutung nahe, es könne in der besagten Nacht zu einem Streit der drei Studenten gekommen sein, den Lia S. schließlich mit dem Leben bezahlen musste. Andererseits lässt die akribische Planung dieser angeblichen Geisterjagd aber auch den Schluss zu, dass die beiden Männer einen Mord geplant haben und sich die Geschichte darum ausgedacht haben, um letztlich auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Die Polizei wollte diese Hintergründe und Mutmaßungen weder bestätigen, noch dementieren, es sei zu früh, ein mögliches Mordmotiv zu konstruieren. Die Öffentlichkeit wird also wohl noch warten müssen, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind und hierzu eine Aussage getroffen wird. Ebenso interessant ist allerdings die Todesursache, die nämlich laut Gerichtsmedizin immer noch nicht eindeutig geklärt ist. Auf telefonische Nachfrage antwortete der Pathologe Dr. Dietrich Schulze, er könne sich keinen Reim darauf machen, was dem Opfer in jener Nacht eigentlich zugestoßen sei. Anzeichen für äußere Gewalteinwirkung gebe es nicht, ebenso wenig innere Verletzungen oder andere Anzeichen für ein Tötungsdelikt. Er sagte sogar, er habe einen solchen Fall in seiner über 30-jährigen Berufslaufbahn noch nicht erlebt, die Untersuchungen dauern also voraussichtlich noch mindestens bis zum Ende der Woche an. Immerhin würde es für die Staatsanwaltschaft schwer werden, einem der Mitbewohner die Tat nachzuweisen, wenn beide auf ihrer Geschichte vom Geist beharren und keine eindeutigen Beweise vorgelegt werden können. All das ist Spekulation, liegt aber durchaus im Bereich des Möglichen. Ob sich die über diesen seltsamen Fall bestürzte Öffentlichkeit lange hinhalten lässt, wagen wir zu bezweifeln, so dass wir Ihnen, liebe Hörer, schon heute die wenigen Fakten präsentieren, die wir bis jetzt offenlegen konnten. Was wirklich in jener Nacht im sogenannten Geisterhaus geschah, ob an den Aussagen der jungen Studenten etwas dran ist und wie Lia es wirklich getötet wurde, können wir bisher nicht abschließend sagen. Doch in der Redaktion und auf unseren Webseiten bekommen wir überdurchschnittlich viele Kommentare zu diesem außergewöhnlichen Fall, darunter auffallend viele, die von seltsamen Vorkommnissen um das besagte Haus berichten. Da wir bekanntermaßen nicht dazu neigen, uns mit Mutmaßungen und ungeklärten Fragen zufrieden zu geben, haben wir uns entschlossen, Sie, verehrte Hörer, entscheiden zu lassen, ob einer unserer Reporter eine Nacht im angeblichen Geisterhaus verbringen und den Geheimnissen dort auf den Grund gehen soll. Nutzen Sie zur Abstimmung einfach den Daumen nach oben bzw. nach unten und bestätigen Sie Ihre Wahl mit einem Klick auf den Abo-Button. Live aus dem Geisterhaus. Noch einmal werde ich jetzt durch das sogenannte Geisterhaus gehen, liebe Hörer, noch einmal auf der Suche nach jenem Geist, der hier spuken soll. Begleiten Sie mich live dabei, hören und erleben Sie selbst, ob hier übersinnliche und unerklärliche Dinge vorgehen. Im Augenblick befinde ich mich im großen Foyer, vor mir die breite Treppe, die in die oberen Stockwerke hinaufführt, wo auch die Tragödie geschehen ist, die mich überhaupt in dieses alte, leerstehende Gebäude führte. Falls Sie es nicht mitbekommen haben sollten, an Halloween haben drei Studenten hier in diesem Haus die Nacht verbracht, angeblich, um Geister zu jagen. Eine junge Frau, Lea S., kehrte am Morgen nicht wieder zurück, ihre Leiche wurde später im angrenzenden Wald gefunden. Ihre Kommilitonen und Mitbewohner, Ole H. und Yannick B., erzählten daraufhin jene absurde Geschichte einer Geistererscheinung, die ihre Freundin angeblich oben auf dem Dachboden gepackt und umgebracht haben soll. Die Polizei hingegen vermutet stattdessen eine Beziehungstat, da, wie sich herausstellte, die beiden jungen Männer auch sexuelle Kontakte zu ihrer Mitbewohnerin pflegten. Es erscheint somit wahrscheinlicher, dass Eifersucht das Motiv für eine abscheuliche Tat ist und keinesfalls eine paranormale Ursache.
Doch wir, liebe Hörer, gehen der Sache natürlich auf den Grund, weshalb ich mich jetzt seit einigen Stunden in diesem alten Herrenhaus befinde, jeden Raum schon mehrfach untersucht und natürlich bis jetzt nichts gefunden habe, was auf einen Geist oder was auch immer hinweist. Inzwischen jedoch ist es dunkel, es geht auf Mitternacht zu und wenn Sie jetzt erst zugeschaltet haben, können Sie noch einmal live miterleben, wie ich jeden einzelnen Raum inspiziere und auf alles achte, was möglicherweise nicht mit rechten Dingen zugeht. Sollte sich hier eine untote Seele befinden, müsste sie sich mir doch zeigen, denken Sie nicht? Nun beginne ich meinen Rundgang im sogenannten Salon, einem großzügigen Raum mit offenem Kamin und Blick durch große Fenster hinaus in den Garten. Es muss einmal ein sehr imposanter Raum gewesen sein, doch davon ist nicht mehr viel übrig, denn immerhin stand dieses Gebäude über etliche Jahre leer und der Verfall hat seine deutlichen Spuren hinterlassen. Den Recherchen zufolge war das hier übrigens einmal der Wohnsitz einer einst reichen Unternehmerfamilie aus der Stadt, die sich dann finanziell übernahm, immer mehr Personal entlassen und die Firma letztlich schließen musste. Von da an begann auch der private Abstieg, der damit endete, dass das Haus irgendwann zwangsversteigert werden musste und anschließend häufiger den Besitzer wechselte, dann aber viele Jahre komplett leer stand und jetzt daher in jenem heruntergekommenen Zustand ist, den ich hier vorfinde. Über das weitere Schicksal der Familie gibt es leider keine Aufzeichnungen, vermutlich zogen sie fort, doch das konnten wir in der Redaktion nicht in Erfahrung bringen. Hier an den Salon schließt sich ein Durchgangszimmer an, vielleicht war es einst ein Esszimmer, das lässt sich heute leider nicht mehr sagen. Der Teppich auf dem Boden ist an den meisten Stellen durchgescheuert und die Tapete hängt in Fetzen von den Wänden. Genau wie im Salon und in allen anderen Räumen prangen leider auch hier etliche Graffiti an den Wänden, die meisten davon lassen sich auch mit sehr viel gutem Willen nicht als Kunst bezeichnen. Heute ist es ja geradezu in Mode gekommen, in leerstehende Gebäude einzudringen, es heißt zwar immer, die sogenannten Urbexer würden diese Worst Places mit Respekt behandeln, doch der überall zu beobachtende Vandalismus spricht eine andere Sprache. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass es sich bei diesem Hobby um Hausfriedensbruch, also um eine Straftat handelt. Wir, liebe Hörer, haben uns natürlich von den jetzigen Eigentümern eine Erlaubnis geholt, damit ich hier heute live für Sie vor Ort sein und berichten kann, sobald ich etwas Ungewöhnliches bemerke. Inzwischen befinde ich mich übrigens in der Küche, die durchaus noch als solche zu erkennen ist, wenn natürlich auch in einem nicht mal mehr museumsreifen Zustand. Hier zu meiner Rechten gibt es noch eine fensterlose Abstellkammer, die in früheren Zeiten vermutlich auch als Kühlkammer genutzt wurde, doch auch hier in der Dunkelheit ist nichts zu sehen, was auf paranormale Aktivität hindeutet. Falls Sie sich fragen, wie ich hier unterwegs bin, kann ich Ihnen verraten, dass ich tatsächlich allein in diesem Haus unterwegs bin, ausgestattet mit einer Kopflampe, da es leider keinen Strom gibt und eben einem Mikrofon und Sender, damit Sie mich hören und live dabei sein können. Außer mir ist niemand hier, damit unsere Reportage so authentisch wie möglich ist. Meinen Rundgang durch die untere Etage habe ich damit jetzt beendet und steige die Treppe nach oben empor. Hier befindet sich ein langer Flur, von dem mehrere Türen abgehen sowie die schmale Bodentreppe, die ich mir allerdings für den Schluss dieses Rundganges aufhebe. Zunächst einmal werde ich nun die Zimmer auf dieser Etage inspizieren. Die Türen stehen alle offen, wenn sie denn überhaupt noch vorhanden sind. Leider sind auch etliche Fenster zerbrochen, so dass es inzwischen unangenehm kalt ist. Seien Sie also froh, dass Sie mir aus Ihrem gemütlich warmen Wohnzimmer zuhören können. Oh, dieses Zimmer ist interessant. Es muss ein Schlafzimmer gewesen sein, jedenfalls befindet sich das Bett noch darin, ein rustikales Holzgestell, sogar die Matratze ist noch vorhanden. Da aber auch hier das Fenster zerbrochen ist, scheint von dem großen Baum davor einiges Laub in den Raum geweht zu sein, das nun den Nährboden für allerlei Unkraut bildet, das hier zu wachsen beginnt. Vor allem die Matratze ist über und über von grünem Gras bewachsen, man könnte sagen, die Natur sei jetzt hier eingezogen. Wenn ich mir sämtliche Zimmer ansehe,
dann stelle ich immer wieder fest, dass die Spuren menschlicher Nutzung sozusagen immer mehr verwischen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass es hier Übersinnliches zu entdecken gibt. Liebe Hörer, es ist einfach ein altes Haus, das seinen früheren Glanz schon lange eingebüßt hat. Deutlich wird dies auch in dem Raum, in dem ich mich jetzt befinde, denn hier hat sich der Putz nahezu gänzlich von der Wand gelöst und das nackte Mauerwerk ist zu sehen. Also gehe ich jetzt den Flur entlang zurück in Richtung Treppenhaus. Moment, haben Sie das auch gehört? Es kam von oben. Und jetzt höre ich Schritte von der Treppe her, die zum Dachboden führt. Ist das Mikrofon gut genug, dass Sie es auch hören können? Ist dort oben etwa noch jemand? Will mir jemand einen Streich spielen? Oh, wer sind Sie? Aber, das kann doch nicht sein. Nein, ich bin Reporter, ich bin hier, um nach Geistern zu suchen. Aber, nein, das ist doch nicht möglich. Liebe Hörer, Sie können sie nicht sehen, doch Sie hören ja ihre Stimme. Es ist eine Frau, seltsam durchscheinend wie eine Projektion, doch sie steht nun einmal real vor mir und ich kann mir das wirklich nicht erklären. Was? Nein, nicht doch, ich wollte ihre Ruhe nicht stören. Ich wusste doch nicht, dass hier jemand lebt. Aber, ich meine, bitte erklären Sie mir doch, was hier vor sich geht, vielleicht auch meine Hörern. Was? Nein, ich will nicht mitkommen. Bitte, das geht doch nicht, was soll das denn? Nein, bitte, lass mich los. Selig sind, die einen Geist haben. In der Uni bemitleideten mich alle, drückten mir ihr Beileid aus und hätten vermutlich auch mich gedrückt, wenn, nun ja, wenn eben nicht Corona wäre, doch das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall waren alle, die ich offline oder online traf, völlig entsetzt von LEAs plötzlichem Tod und hatten natürlich auch längst mitbekommen, dass man mich freigelassen hatte, während Yannick weiterhin in Untersuchungshaft saß. Selbst schuld, sagte ich mir und wirklich nur mir, vor anderen gab ich mich deutlich mitfühlender und zweifelte natürlich an seiner Schuld. Wenn ich allein war, zweifelte ich nicht, doch das musste ja niemand wissen, genau genommen dürfte es eben auch niemand wissen. Also gab ich den niedergeschlagenen, trauernden und ganz und gar fassungslosen besten Freund, denn immerhin hielten uns alle anderen ja noch immer für das unzertrennliche Dreigestirn oder was auch immer. Doch das Dreigestirn strahlte längst nicht mehr, LEAs Licht war bereits erloschen, bei Yannick war es nur eine Frage der Zeit und ich hielt es für klüger, mein Licht erst einmal so weit wie möglich zu dimmen. Zumindest bis sich alle ein wenig beruhigt hatten, bis für die Polizei, die Medien und die Öffentlichkeit der Fall geklärt war und bis ich nicht mehr Gefahr lief, als herzlos zu gelten oder gar erneut unter Verdacht zu geraten. Dabei war Yannick ja selbst schuld. Immerhin hatte er in einem Verhör behauptet, die ganze Sache mit der Geisterjagd sei meine Idee gewesen. Er hatte der Polizei von jenem Spieleabend erzählt, als wir uns nach einem Videospiel über paranormale Phänomene unterhalten haben und den Beamten dann weisgemacht, ich sei es gewesen, der aus der Schnapsidee ein Geschäft machen und leichtgläubige Leute abzocken wollte. Ebenso hatte er ausgesagt, ich hätte die Besitzer des Geisterhauses kontaktiert, alles vorbereitet und genau geplant, wie wir in jener Nacht vorgehen wollten. Das jedenfalls haben die Polizisten mir dann später in einem Verhör erzählt, er habe also vermutet, ich könne etwas mit LEAs Tod zu tun haben. Doch sie gaben auch zu, dass er die Geistererscheinung, die Lea gepackt hatte, absolut nicht erklären konnte. So glaubten sie schließlich mir, worauf er für sie der Hauptverdächtige war, der seinen Kopf mit allen Mitteln aus der Schlinge ziehen wollte, während sie mich vorerst aus der Untersuchungshaft entließen. Sollte ich nun also Mitleid mit ihm haben, wo er versucht hatte, mich hinzuhängen, um sich selbst zu retten? Sorry, aber da hört die Freundschaft für mich nun wirklich auf. Nun ja, was heißt überhaupt Freundschaft? Letztlich war es von Anfang an Lea, die uns als Dreigestirn sah, sie war von Anfang an das Bindeglied.
Damals lebten wir noch in zwei benachbarten Zimmern im Studentenwohnheim, wollten schon gerne zusammenziehen, obwohl wir ja nicht einmal wirklich zusammen waren. Es war eher eine Freundschaft plus oder wie immer man es nennen soll. Dann eines Tages aber zeigte sie mir auf einem Immobilienportal die WG, die für uns zwei zu teuer war, und erklärte im gleichen Atemzug, dass Yannick eben auch unbedingt aus dem Wohnheim ausziehen wollte. Zu dritt konnten wir uns die Miete leisten und da sie schon immer ein einnehmendes Wesen hatte, konnte ich nicht anders als zuzustimmen und es zumindest zu versuchen. Mit unserem Umzug ging für mich einher, dass wir gefühlt jetzt auch ein Paar waren, obwohl wir das niemals wirklich ausgesprochen hatten. Trotzdem ging ich irgendwie davon aus und es fühlte sich ja auch so an, da wir, wie man so sagt, Tisch und Bett miteinander teilten. Dass sie das Bett auch mit Yannick teilte, erfuhr ich allerdings erst später. Anfangs hatte ich mit dem Studium, der neuen Wohnsituation und eben auch meinen Gefühlen für Lea genug zu tun, so dass ich es gar nicht bemerkte. Es lief ja auch alles super. Wir gingen gemeinsam zur Uni, kochten gemeinsam, zockten gemeinsam, also dachte ich mir nichts dabei und genoss die gemeinsamen Nächte mit Lea, auch wenn wir nie genau definierten, was das zwischen uns nun eigentlich war. Dann eines Tages musste ich für ein Seminar noch lange programmieren, vergaß bei monotonen Surren im Computerraum der Uni natürlich vollkommen die Zeit und wunderte mich dann, dass es längst dunkel war, als ich den fensterlosen Raum verließ. Zwar wunderte ich mich noch, dass ich keine WhatsApp von Lea oder Yannick hatte, dachte mir aber auch nicht wirklich etwas dabei. Als ich zu Hause ankam und die Wohnungstür aufschloss, war alles dunkel, dann aber hörte ich die Geräusche aus Leas Schlafzimmer. Ich brauchte nicht nachzusehen, um zu verstehen, was da drin vor sich ging. Daher verzog ich mich in mein Zimmer, vertiefte mich in ein sinnloses Ballerspiel. Ach, du bist ja doch schon da, hörte ich irgendwann später Leas Stimme und die Belanglosigkeit, mit der sie das sagte, dieses vollkommene Fehlen von Schuldbewusstsein, das war es, was mich richtig sauer machte. Ja, schon länger, sagte ich nur, doch selbst den bissigen Unterton schien sie nicht mitzubekommen. Später beim Abendessen war es dann Yannick, der mich fragte, was mit mir los sei. Entweder war er völlig ahnungslos oder tat so, jedenfalls schien auch für ihn alles gänzlich normal zu sein. Nix, viel zu tun fürs Seminar, wich ich daher aus und schluckte herunter, was ich den beiden zu gerne um die Ohren gehauen hätte. Ja, Yannick, der selbstsichere, supersportliche, gut aussehende Yannick. Wahrscheinlich hätte ich schon etwas ahnen müssen, als Lea mit der Idee ankam, mit ihm in eine WG zu ziehen. Hatte ich aber nicht. Er war ein Kommilitone, wir kannten uns flüchtig, waren auch schon gemeinsam auf Mensa Partei YS gewesen. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr fragte ich mich, ob sie vielleicht auch vorher schon mit ihm geschlafen hatte. Wie lange ging das eigentlich schon so mit den beiden? Kannst du mir mal verraten, was dein Problem ist? Fragte Lea mich nach zwei Tagen, in denen wir kaum ein Wort miteinander gewechselt hatten. Du bist mein Problem, platzte es da aus mir heraus, du und Yannick. Wie lange lässt du dich denn schon von ihm ficken? Sie starrte mich entgeistert an, ganz so als ob sie wirklich nicht geahnt hatte, was mit mir los war. Dann aber lachte sie, erklärte, ich solle mich nicht so anstellen, schließlich habe ich keinerlei Besitzansprüche auf sie und sie könne tun und lassen, was sie will. Ja, konnte sie. Dann konnte ich es aber auch. Zumindest redete ich mir das ein, machte mich auf den Weg in einen Club, trank zu viel und wachte am nächsten Morgen in einem fremden Bett auf. Half leider nichts. Irgendwann in den folgenden Tagen suchte Lea noch einmal das Gespräch mit mir, erklärte mir, dass sie das, was zwischen uns war, nie als etwas Ausschließliches gesehen hätte. Immerhin hätten wir, als wir noch im Wohnheim wohnten, ja auch noch etwas mit anderen gehabt. Blöderweise konnte ich ihr nicht einmal widersprechen, doch jetzt wohnten wir eben zusammen und daher hatte ich nun einmal gedacht, es habe sich etwas geändert. Das allerdings sagte ich ihr nicht, sondern versprach ihr, in Zukunft alles ein wenig lockerer zu sehen.
Dieses Locker bedeutete für sie, dass sie sowohl mit mir als auch mit Yannick genauso weitermachte wie bisher. Und nicht nur das, sie überredete uns sogar, es ab und zu dritt zu versuchen. Da weder ich noch Yannick besonders viel Gefallen daran fanden, blieb ich von nun an häufig länger in der Uni, unternahm etwas mit anderen Freunden oder machte nicht selten ausgedehnte Spaziergänge, um meinen Kopf frei zu bekommen. Lea schien kaum aufzufallen, dass sich alles mit einem Mal veränderte und Yannick, nun ja, Yannick war es natürlich nur recht so. Solange ich zurückdenken kann, war ich nie ein besonders emotionaler Mensch. Schon immer habe ich durch und durch rational gedacht, habe alles um mich herum lieber kühl analysiert, als mich von Gefühlen in die Irre treiben zu lassen. Daher wunderte ich mich über mich selbst und dass mich die Geschichte mit Lea derart mitnahm. Nein, es war gar nicht so, dass ich sie über alles liebte, musste ich mir eingestehen, was mich schmerzte war das Gefühl, dass ich hintergangen wurde und auch, dass mir etwas weggenommen wurde. Ja, ich kam mir wie ein Trottel vor, dass ich nicht bemerkt hatte, was da zwischen meinen Mitbewohnern lief und ja, ich war eifersüchtig auf Yannick, weil er am Ende wie der strahlende Sieger aussah. Das alles war auch der Grund, warum ich keinerlei Mitleid zeigen konnte, als die Vollzugsbeamten mich vor 2 Tagen aus meiner Zelle holten und mir erzählten, man habe Yannicks Armband vom vorletzten Rockharz-Festival unweit des Fundorts von LEAs Leichte gefunden. Als sie es mir sagten, nahm ich es zur Kenntnis, verkniff mir ein Lächeln, doch Bedauern konnte ich nicht zeigen. Später las ich im Internet, der Fund sei noch kein Beweis für seine Schuld, wohl aber ein wichtiges Indiz. Das ging natürlich auch an der Uni rum und zumindest dort schienen sich alle sicher, dass Yannick der Täter war. Statt Mitgefühl oder Entsetzen, verschaffte es mir nur Genugtuung und ich bemühte mich, das einigermaßen zu verbergen, da es ohnehin niemand verstehen würde, da ja jeder uns für ein glückliches Dreierteam hielt. Die Polizei rätselte wohl noch, was genau sich nach dem Vorfall im Geisterhaus abgespielt hatte. Ob Yannick Lea zunächst betäubt, mich getäuscht, sie dann später umgebracht und in den Wald geschafft oder sie womöglich erst in den Wald geschafft und dort ermordet hatte. Auch wie er es getan hatte, konnte bisher noch niemand erklären. Und außerdem rätselten die Beamten, wie sie das Armband anfangs hatten übersehen können. Zumindest aber gingen sie davon aus, dass ich kein Mittäter, sondern unschuldig war und das allein war mir jetzt noch wichtig. Meine Spaziergänge durch die Nacht machte ich allerdings immer noch, weil ich viel nachdachte und diese Zeit für mich einfach brauchte, um all das, was passiert war und eben irgendwie auch noch passierte, auf die Reihe zu bekommen. Immerhin hatten die Spaziergänge mir auch geholfen, mit all dem Gefühlschaos klarzukommen, das Lea und Yannick in mir verursacht hatten. Es war auf einem dieser Spaziergänge gewesen, als mir klar wurde, dass ich diese Dreiecksbeziehung auf keinen Fall aushielt, dass ich mir Lea auch nicht von Yannick ausspannend lassen konnte, eben, dass ich nicht als Verlierer aus dieser Sache herausgehen wollte. Es war einer dieser Spaziergänge, der mich an den alten stillgelegten Bahngleisen entlang führte. Der Vollmond stand hoch über mir und vereinzelte Nebelschwaden erhoben sich aus dem Gleisbett. Für einige mag es schaurig klingen, mir gefiel diese Stimmung in dem Moment, spiegelte sie doch gut wider, wie ich mich fühlte. Was dann allerdings passierte, konnte ich mir nicht erklären. Direkt am Bahndamm sah ich die Gestalt einer Frau, dachte mir im ersten Moment nichts dabei, bis ich bemerkte, wie sonderbar sie aussah. Sicher, es war mitten in der Nacht, doch der Mond schien hell genug, um zu erkennen, dass ihre Silhouette seltsam blass schien, irgendwie durchscheinend. Eigentlich hätte mir das wohl Angst bereiten müssen oder wenigstens Unbehagen, doch ich war so sehr mit meinen Problemen beschäftigt, dass ich einfach weiter auf sie zuging und mir kaum Gedanken machte. Nach ein paar Schritten drehte sie sich plötzlich um und ich konnte in ihr bleiches und definitiv nicht lebendiges Gesicht blicken. Doch noch immer erschrak ich nicht, es war mir im Grunde egal. Die Frau selbst blickte mich verwundert an, war es gewohnt, dass Menschen, die sie sahen, in Panik wegliefen, wie ich später erfuhr. Doch ich blieb ruhig, verlangsamte meine Schritte und ging, ich weiß noch immer nicht warum eigentlich, auf sie zu.
In diesem Moment hätte sie sich auf meinen Körper stürzen und meine Seele ins Jenseits befördern können. Schließlich war sie als Geist dazu in der Lage und die Lebenden hatten ihr nichts entgegenzusetzen. Allerdings tat sie nichts dergleichen, sah mich ebenso an, wie ich sie ansah. Sie sehen traurig aus, sagte ich schließlich, einfach so als Feststellung. Du aber auch, kam es zurück und erst als ich den Klang ihrer Stimme hörte, wurde mir bewusst, wie seltsam, wie unerklärlich, wie verrückt diese Situation hier gerade war. Um Angst zu bekommen, war es jetzt jedoch zu spät und so begann ich, ihr meine Geschichte zu erzählen, von Lea und Yannick und ihrem Verrat, wie ich es nun beschrieb. Vielleicht übertrieb ich mit meinen Gefühlen für Lea ein wenig, nannte es Liebe, obwohl ich mir eigentlich nie sicher gewesen bin, ob es das jemals war. Aber es tat gut, endlich darüber zu sprechen, es mir endlich von der Seele zu reden. Selbst, wenn ich einem Geist mein Herz ausschüttete. Später erfuhr ich dann auch ihre Geschichte, dass ihre kleine Tochter Elisabeth vor vielen Jahren beim Spielen auf den Gleisen von einem Zug erfasst worden war, sie mit der Trauer und der Schuld nicht leben konnte und sich einige Monate später ebenfalls vor einen Zug warf. Seitdem suchte sie ihre Tochter im Jenseits und in der Zwischenwelt, hatte sie aber noch nicht finden können, so dass sie seit Jahrzehnten hier herumspukte. Im Grunde war sie den Menschen gegenüber nicht feindselig eingestellt, doch sie verabscheute Rücksichtslosigkeit und Selbstsucht und Gedankenlosigkeit. Es waren wohl ihre Schuldgefühle, die sie zu dem machten, was sie war, und je mehr ich erfuhr, desto mehr rückte ich Yannick und Lea in meinen Erzählungen in ein Licht, das sie zunehmend wütender machte. Am Ende schlossen wir einen Pakt. Ich würde ihr künftig im Diesseits helfen, nach ihrer Tochter zu suchen, dafür würde sie mir Lea und Yannick vom Hals schaffen. Tatsächlich dauerte es gar nicht lange, bis ich im Internet den Artikel eines Journalisten fand, der über Geistererscheinungen schrieb, über ein kleines Mädchen, das angeblich aus dem Nebel in der Nähe von Bahngleisen auftauchte. Sie war so glücklich über diese Spur, dass sie nicht zögerte, mir bei meinem Plan mit dem angeblichen Geisterhaus behilflich zu sein und ja letztlich auch alles tat, was ich von ihr verlangte. Damit hatte ich am Ende also doch noch gewonnen und vor allem so, dass die Polizei und auch sonst niemand jemals dahinter kommen würde, was wirklich in jener Nacht geschehen war. Auch wie Yannicks Armband an den Leichenfundort kam, würde wohl nie geklärt werden. Dafür aber würden man in ein paar Tagen einen Abschiedsbrief in Yannicks Zelle finden, in dem er alles gesteht. Es wird nicht seine Handschrift sein, doch dieses Detail wird wohl keine Rolle mehr spielen, wenn er mit einem Bettlaken erhängt von der Decke baumelt.